Folgende Unterlagen benötigen Sie für die Antragstellung: Betriebsstättennummer, Bestellcode über Ihren Reseller, lebenslange Arztnummer, amtliches Ausweisdokument, Praxisdaten, Anzahl benötigter Praxisausweise. Für die Antragstellung eines Praxisausweises gehen Sie auf das Antragsportal. Nachdem Sie unter SMCB Neuen Antrag erstellen ausgewählt haben, wählen Sie Praxisausweis für eine Arztpraxis aus und geben Ihre neunstellige Betriebsstättennummer ein. Diese finden Sie in Ihren Abrechnungsunterlagen. Sofern Sie einen Bestellcode über Ihren Reseller erhalten haben, geben Sie diesen bitte ein. Andernfalls wählen Sie Standard SMCB aus, lesen und bestätigen Sie die Datenschutzerklärung und klicken dann auf Weiter. In der Folge tragen Sie bitte Ihre persönlichen Daten ein und Ihre neunstellige lebenslange Arztnummer. Siebenstellige Nummern ergänzen Sie durch zwei Nullen am Ende. Wählen Sie nun noch die Art der Identifizierung aus und geben Sie Ihre Ausweisdaten sowie Ihre Meldeadresse ein. Telefonnummer, achten Sie bitte auf die korrekte internationale Notation. E-Mail, achten Sie bitte auf korrekte Schreibweise. Weiter. Geben Sie Ihre Praxisdaten ein. Bitte entnehmen oder überprüfen Sie Ihren Praxisnamen mit dem auf Ihren Abrechnungen der Körperschaft und ergänzen Sie die folgenden Felder durch Kontaktdaten und Adresse Ihrer Praxis. Sie gelangen zum Bestellformular. Bitte wählen Sie die Anzahl der Praxisausweise aus, die Sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung erfragen können. Sie erhalten für jeden Ausweis ein Service-Passwort, das Sie ohne Verwendung von Sonderzeichen beliebig ändern können. Bitte merken oder notieren Sie sich das Passwort, da Sie es für die Freischaltung oder bei Verlust der Karte benötigen. Wählen Sie nun die Rechnungs- und Lieferanschrift aus. Wenn der Rechnungsempfänger über eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügt, geben Sie diese bitte abschließend ein und klicken dann auf Weiter. Nun werden nochmal alle Eingaben aufgeführt. Bitte lesen Sie im Bereich Erklärungen die verschiedenen Punkte und setzen Ihr Häkchen. Ohne die Zustimmungen kann kein Praxisausweis ausgestellt werden. Klicken Sie im Anschluss auf Zahlungspflichtig bestellen. Abschließend ist es wichtig, dass Sie den Antrag ausdrucken oder abspeichern. Viel Erfolg mit Ihrem Praxisausweis!